Wir haben die Person gefunden, die versucht hat, in Ihr Büro einzubrechen, Sir. Ich seh's. Gehen Sie. Ja, Sir. Sowas, sowas. Ein Traum wird wahr. Professor Hugo Strange. Deine Plakate tun dir wirklich Unrecht. In echt siehst du um einiges bösartiger aus. Entzückend. Sagen Sie mir, was haben Sie vor, Miss Kyle? Ich nehme an, dass Sie nur deshalb in mein Büro einbrechen wollten, weil Sie sich Ihre Beutestücke zurückholen wollten. Ihr habt sie mir gestohlen. Wohl kaum. Die Sachen wurden bei Ihrer Festnahme beschlagnahmt. Ja, was das angeht, die Ferienanlage, die du hier errichtet hast, sagt mir überhaupt nicht zu, Hugo. Glaub nicht, dass ich lange bleiben werde. Eine Flucht ist unmöglich. Frauen lieben Herausforderungen. Genau wie ich. Sagen Sie mir, was Sie tun würden, wenn ich Sie freilasse. Würden Sie versuchen zu fliehen und die konfiszierten Gegenstände zu finden? Oder Batman kontaktieren? Wieso sollte ich ihn kontaktieren? Ich sitze nur seinetwegen hier ein. Ach ja? Ich glaube, dass Sie schon längst weg wären, wenn die Gier Sie nicht übermannt hätte. War er streng genommen nicht sogar derjenige, der versucht hat, Ihnen zu helfen? Ich habe seine Hilfe nicht gebraucht. Die anderen Männer offenbar auch nicht. Ach komm, worauf willst du hinaus? Spuck's aus. Ich habe sie genau studiert. Das sehe ich. Meine Augen sind übrigens hier oben. Sehr amüsant. Wie ist das so, wenn man alleine aufwächst? Wenn man für sich selbst sorgen muss und alles tut, was nötig ist, um zu überleben? Bitte, mir kommen gleich die Tränen. Und Holly? Was würden Sie tun, wenn ich meine Leute zu ihr schicken würde? Wenn du sie anfasst, bist du tot. Haben Sie sich etwas beruhigt? Wo ist sie? Das hängt von Ihrer nächsten Antwort ab. Wenn Sie eine einzelne Person retten könnten, wer wäre es? Holly? Oder doch Batman? Der kann auf sich selbst aufpassen. Gut. Holly ist in Sicherheit. Lassen Sie uns über Batman sprechen. Wie kommst du darauf, dass ich etwas wissen könnte, was du noch nicht weißt? Du setzt doch schon seit Monaten seine Schläge auf ihn an. Er sagte, dass du ihn beobachten würdest. Sie reden ja doch. Gut. Ihren Vater haben Sie nie kennengelernt, korrekt? Es reicht, Strange. Das hier ist vorbei. Wenn Sie das sagen. Captain, haben Sie das kleine Mädchen im Visier? Ja, Sir. Töten Sie sie? Nein! Haben Sie vor, weiterzureden? Das dachte ich mir. Behalten Sie das Mädchen im Auge, Captain. Du Bastard. Sollen wir fortfahren? Ihr Vater. Sie sind ihm nie begegnet? Ich habe das Schwein nie kennengelernt. Ein Jammer. Er hat ganz offensichtlich großen Eindruck auf Sie gemacht. Nehmen wir nur Ihr Misstrauen gegenüber Männern. Ihre Beziehung zu Batman. Würden Sie sagen, Sie stehen sich nahe? Ich komme mit dem Grübler ganz gut klar. Doch, Sie wollen mehr. Aber Männern kann man nicht vertrauen, oder? Was? Hör zu. Er wird schon irgendwie vergeben sein. Wie sonst könnte er all dem widerstehen? Sie beide sind sich sehr ähnlich, stimmt's? Beide missachten Sie das Gesetz. Beide glauben Sie, das Richtige zu tun. Und Sie kleiden sich sogar ähnlich. Aber unter der Oberfläche verbirgt sich eine Schwäche. Am Arsch. Beide riskieren Sie alles, um etwas wieder gut zu machen. Sie reden sich ein, Sie täten es für Sie. Und er glaubt, er täte es für den Jungen. Es geht stets nur darum, seinem Leben Sinn zu geben. Darum, der Vater zu werden, den er nie kannte. Du weißt doch überhaupt nichts über ihn. Genau wie Sie. Er hat sich Ihnen nicht anvertraut, weil er Ihnen misstraut. Und das schmerzt, nicht wahr? Ich habe einen wunden Punkt getroffen. Was? Bist du noch nicht verschwunden? Sie sind verletzt, weil er weiß, wer sie sind. Sie allerdings rein gar nichts über ihn wissen. Sind Sie verliebt? Nein! Holly ist in Sicherheit. Das Leben einer minderjährigen Straftäterin interessiert mich nicht. Es sei denn, sie befindet sich hier in meiner Einrichtung. Worum geht es hier, Strange? Macht es dir Spaß, Leute betteln zu sehen? Nicht im geringsten. Ich interessiere mich nur dafür, wieso Menschen das tun, was sie tun.
Schon bald müssen Sie sich über Batman keine Gedanken mehr machen. Stehlen Sie, was Sie wollen. Unternehmen Sie von mir aus auch den Versuch, sein Herz zu stehlen. Sie werden scheitern. Du scheinst ja ziemlich überzeugt von dir zu sein. Uns steht Großes bevor, Miss Kyle. Schon bald könnten Sie sich gezwungen sehen, Ihre Bewunderung für ihn zu überdenken. Ich werde derjenige sein, der neben seiner Leiche steht, und die Welt wird erfahren, dass ich, Hugo Strange, der Bessere war. Ja, schon klar. Two-Face hat das, wonach Sie suchen, in dem Tresor seines alten Wahlkampfbüros versteckt. Auch er ist jemand, der seine Vergangenheit nicht loslassen kann. Ich hoffe, dass Sie der Inhalt des Tresors glücklich macht.